Herzlich willkommen in München, herzlich willkommen in der 2K-Zockerbude, hereinspaziert. Es ist 2024, WrestleMania steht vor der Tür. Jetzt in dem Moment, wo wir es drehen, ziemlich genau 2 Wochen. Das neue Spiel ist draußen. Wir haben heute Nico zu Gast. Holger ist natürlich auch am Start. Wir zocken eine Runde, wir quatschen ein bisschen über WrestleMania. Hell yeah, let's go! Yeah! Ich glaub, ich flieg heute H-Town King back für die Street Boys. Yeah! Bisschen laid back, wenn der Beat läuft. Bad Boys Team von Detroit, ich flieg heute. Heiße Zeiten gerade. Wir sind kurz vor WrestleMania. Total, ja. Oh, es kribbelt. Ey, Road to WrestleMania, das ist wirklich. Ich muss gestehen, ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Kommentieren von einer Road to WrestleMania mit dem Sebastian. Kennst du ja auch inzwischen. Wir sagen wirklich jeden Mittwoch, wir haben so Bock. Und unsere Sendung, die Raw-Ausgabe, die wir in Deutschland hier sehen, die ist ja runtergekürzt. Das ist ja nicht das komplette Original. Die Originalsendung ist, glaube ich, 2,5 Stunden netto, also ohne Werbung. Ja. Und unsere sind gute anderthalb, etwas mehr als anderthalb ohne Werbung. Das muss natürlich von WWE gekürzt werden. Aber ey, wir fragen uns jede Woche, was wollen die denn da heute rausschneiden? Weil es einfach so, so, so guter Content ist und das macht so viel Spaß. Und aktuell wird wieder super viel geredet. Cody Rhodes, The Rock, teilweise 30, 40 Minuten und das ist einfach nur so gut. Du hörst denen einfach so gerne zu, weil die Geschichten sich so geil entwickeln. Und, also es ist nicht das übliche, ja, die Fäden spitzen sich zu, sondern es ist schon... Das ist richtig voll. Das ist ja auch gerade eine so der heißesten Geschichten und Punkte ist ja mit dem Friday Night Match und dem Saturday Match, wo Freitagnacht so ein Tag Team Match dann ist. Samstag, Sonntag, aber ja. Samstag, Sonntag, genau. Tag 1, Tag 2. Genau. Also ganz kurz, du hast, also ich versuche dir in so wenigen Worten wie möglich diese Story zu umreißen. Cody Rhodes. Ganz berühmter Vater, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes hat es nie geschafft, offiziell World Champion zu werden bei WWE. Das ist von Cody Rhodes die große Story. Das will ich erreichen. Der war bei WWE, dann ist er weggegangen, hat AEW mitgegründet, war super erfolgreich, ist zurückgekommen, ist hier noch erfolgreicher, voll geil. Und jetzt geht es darum, dass er bei WrestleMania seine Story beenden will. Ja, das ist ja wie beim Spiel auch, finish your story. Also ne, hier, WWE. Und dann hat er den Royal Rumble gewonnen. Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Und der Sieger des Royal Rumbles steht im Main Event von WrestleMania. Ja. Und das bedeutet, ihm steht quasi das Match zu gegen den Champion seiner Wahl, also Roman Reigns, bei WrestleMania. Zack, bumm, auf einmal taucht The Rock auf. So, wo kommt denn der jetzt wieder her? Mhm. Reißt die Klappe auf, so wie es wirklich nur The Rock kann. Das ist das Krasseste überhaupt. Ey, wir haben CM Punk, wir haben Seth Rollins, wir haben Cody Rhodes, wir haben wirklich tolle Redner. Wir haben tolle Leute am Mikrofon. Und dann kommt The Rock nach einem halben Jahrhundert zurück und bläst die einfach so weg. Wow. So, und dann hieß es, ja, nee, Cody, du gegen Reigns, das wollen die Leute nicht. Die wollen mich gegen Roman Reigns sehen. Und die Fans alle so, nee, wir wollen Cody gegen Roman und so. Und ey, The Rock, der spielt mit den Leuten, das ist der Wahnsinn. Und dann überspringen wir jetzt 2, 3 Punkte. Ist es halt so weit, dass Seth Rollins sagt, World Heavyweight Champion. Ey, Cody, ich stehe an deiner Seite. Bloodline, Roman Reigns, Rock, die ganzen anderen. Naja, da brauchst du Hilfe. Ich stelle mich an deine Seite. Ich helfe dir. Und so kam es dann eben zum Tag Team Match. Cody Rhodes und Seth Rollins gegen The Rock und Roman Reigns am ersten Abend. Das Geile dabei ist, wenn Cody Rhodes und Seth Rollins gewinnen, dann wird das Match am zweiten Abend, Cody gegen Roman Reigns, komplett Einzelmatch, da mischt sich niemand ein, Bloodline wird nicht da sein, so fair wie es irgendwie nur sein kann. Mhm. Wenn aber The Rock und Roman Reigns gewinnen, dann wird dieses zweite Match am nächsten Abend und nach Bloodline Rules ausgetragen und da weiß keiner so genau, was das für Regeln sind. Also da steht bei diesem Tag Team Match am ersten Abend super viel auf dem Spiel. Ja. Und ist das überhaupt, das habe ich mich dann gefragt, gab es das schon mal oder gibt es das häufiger, dass quasi du am ersten und am zweiten Abend kämpfst? Das ist auch nicht. Ja, das kommt immer wieder vor. Okay. Da muss man so, das ist natürlich nicht die Regel. Ja. Aber weil gerade in so 2 großen Matches, irgendwie, das fand ich schon crazy. Das aber es sind doch die größten Superstars, die wir momentan haben. Ja. Das sind die Leute, die haben den größten Draw. Also man sagt immer, die putten Asses in Seats. So. Mhm. Und das ist legitim. Natürlich, man kann natürlich argumentieren, ja,
wenn die jetzt an zwei Abenden jeweils eine, kannst davon ausgehen, dass das jeweils Minimum eine Dreiviertelstunde gehen wird. Also die nehmen wirklich viel Platz ein. Ja. Zweimal nacheinander, wo eigentlich man sagen könnte, ja, der hätte ja jemand anders eigentlich auch Platz. Aber das ist ja nicht die Denke von WWE oder von einem erfolgreichen großen Unternehmen, sondern die schicken halt ihre besten Pferde raus und dann heißt's laufen. Und das ist halt tatsächlich in diesem Fall The Rock und Roman Reigns, Bloodline da inklusive und auf der anderen Seite eben Cody Rhodes und Seth Rollins. Es ist natürlich aber auch etwas, wo man sagen kann, ey, boah, zwei Abende in Folge, heftige Matches, krasser Kerl. So, weißt du, du kannst damit natürlich super ja, das war meine, größer machen. Ja, das war mein erster Gedanke. Ja, also, ja. Passt ja auch ganz gut zu dieser aktuellen Cody Rhodes Inszenierung ja, und diesen Triumphzug, auf dem er sich gerade befindet. Ja, ey, Cody Rhodes, der ist, das ist, ich finde das total faszinierend, weil es halt organisch ist. Ja. Das ist gewachsen, das ist nicht etwas, das haben sich Writer ein halbes Jahr ausgedacht und überlegt, wie können wir das am besten machen. Sondern das ist halt wirklich einfach die echte Cody Rhodes-Story. Ja. Der wurde bei WWE gefeuert. Sie wussten irgendwann nichts mehr mit ihm anzufangen. Er hat gesagt, weiß auch nicht. Und dann müssen sich die Wege halt trennen. Dann muss der eine hier versuchen, was Eigenes, was anderes zu machen. WWE hat vielleicht auch nochmal Zeit, darüber nachzudenken. Und Cody hat ganz einfach mit AEW diesen großen Erfolg gehabt. Und dass er jetzt zurückkommt und dann jetzt in seinem zweiten Jahr gleich beim WWE 2K24 vorne auf dem Cover ist, das zeigt einfach, wie groß die Geschichte wirklich ist, die er da verfolgt. Ja. Weil das ist nun mal eine, das ist ja der Trick vom Wrestling, du brauchst immer diesen wahren Kern. Das ist genau, ja. Du brauchst dieses wahre Reiskorn in der Mitte und dann kannst du da drumherum kannst du Geschichten erzählen. Ja. Genauso wie eine gute Heel, hier Drew McIntyre. Momentan, Drew McIntyre stimmt, hat ja. CM Punk verletzt, CM ja. Punk kann deswegen nicht zu WrestleMania und ey, der schlachtet das aus. Alter. Abgefahrene Übel. Der kam so ein bisschen von Seite auch so irgendwie, ne? Der ist ja, gerade auch. Aber gleichzeitig, und darum mag ich Drew McIntyre momentan so krass gerne, was er sagt, ist halt alles richtig. Seine Motivation dafür, ein Arschloch zu sein, ist komplett gerechtfertigt. Wenn man sich einfach wirklich mal so Emotionen ein bisschen rauslassen, sondern nur, was ist wirklich passiert? Was hat er gewollt? Was hat er nicht bekommen? Was haben die anderen gemacht? Und so weiter und so fort. Und im Prinzip muss man sagen, ja klar, ist irgendwann ein Feierabend. Ja klar, gibt's dann aufs Maul. Also natürlich innerhalb vom Wrestling, innerhalb der Wrestling-Logik. Ja. Wir reden jetzt hier nicht vom Spielplatz. Bevor wir uns jetzt zu sehr wieder in den kleinsten kleinen Details ja, verlieren, das kann man halt gut. So, sind halt es ist so, es ist wirklich, ich nehme das selber auch genauso wahr und ich bin auch so, Dicker, was passiert schon wieder? Ja. Es spitzt sich ja jetzt ja wirklich zu. Es gibt noch zwei, drei andere heiße Matches, über die wir kurz sprechen ja. sollten. Welche würdest du dir da hervorheben? Zum einen ganz klar Gunther gegen Sami Zayn. Intercontinental. Super krass. Ja. Jetzt Vertrag wurde gerade unterschrieben für dieses Match. Sami Zayn, tolle Geschichte, auch da die Art, wie diese Geschichte angefangen wurde zu erzählen. Das geht auch jetzt. Sami Zayn war bei der Bloodline. Das geht bis dahin alles zurück. Ja. Das ist eine super lange, stringent erzählte Geschichte mit ganz vielen kleinen Charakteren, also große Charaktere, die kleine Veränderungen haben. Und das meine ich damit. Es ist momentan WWE macht so viel Spaß, weil die Dinge zusammenpassen. Mhm. Und Sami Zayn sagt jetzt seit einigen Wochen, also mir reicht's jetzt. Ich bin jetzt kein einfacher Superstar mehr. Ich bin jetzt ein Contender, also ein Titelanwärter. Ja. Ich will derjenige sein, der den nächsten Titel gewinnt. Und ja, da hat er jetzt die Chance gegen Gunther, den Rekord Intercontinental Champion. Also, das ist auch so crazy, ich glaub, ja. Ich glaube, fast 650 Tage zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen. Längster Champion aller Zeiten, also Intercontinental, unglaublich. Ja. Auch ein toller Champion, ein toller Charakter, wie er dargestellt. Das macht so viel Spaß. Auch auf das Match freue ich mich tierisch, weil die sind beide so gut im Ring. Also Sami Zayn ist ein Gott im Ring. Was der kann, das ist so toll. Ja, also das ist auf jeden Fall mein Secret Highlight Match bei WrestleMania. Und ansonsten Mai, ich bin auch gespannt zum Beispiel auf das United States Match, das Triple Threat Match. Ja. Randy Orton. Mhm.
Logan Paul. Und Kevin Owens und Logan Paul. Genau. Auch eine wilde Kombination. Da habe ich nicht so ganz gecheckt, wie kam das zustande. Da bist du halt mal kurz 2-3 Wochen, bekommst nichts mit und auf einmal hast du so eine Kombination, wo du denkst, ja, so, hä? Ja, Generationen und alles. Genau, solche Sachen treffen da aufeinander. Ich meine, Logan Paul. Ich denke, alle, die jetzt hier zuschauen, wissen, wer Logan Paul ist. Ich glaube schon, ja. Ich hoffe, jeder hat eine sehr ausdrückliche Meinung zu diesem Thema. Da sind wir uns relativ einig, glaube ich, aber die meisten. Fakt ist aber ganz einfach, der ist in einem Wrestling-Ring unglaublich gut. Ja, das hast du mir erzählt und dann habe ich darauf geachtet und dann dachte ich so, ja, das sieht schon gut aus. Das macht er schon wirklich gut. Leider. Also, das sieht schon wirklich sehr... So, und der ist quasi eine ganz, ganz frische Generation, potenziell Generation neuer WWE-Superstars, die eben aus dem Influencer-Bereich kommen, die super viel Reichweite mitbringen, die WWE einfach noch viel größer machen können und die aber gleichzeitig einfach richtig Bock drauf haben. Ja. Und ich habe bisher keinen gefunden in der Vergangenheit. Ich meine, gut, Bad Bunny war auch richtig krass gut. Aber so wie der Logan Paul das durchzieht und macht, das ist sehr respektabel, muss ich leider sagen. Mhm. So, und dann, er ist halt der junge, neue, frische, große Fresse hier, ich habe die dicksten und überhaupt. So, und dann hat er aber zwei unglaubliche Veteranen. Ich meine, über Randy Orton müssen wir nicht sprechen. Was der Erfolgsliste, also der braucht einen eigenen, der braucht eine absolute Legende für mich, um die irgendwie auszustellen. Und Kevin Owens ist halt auch so dieser No-Nonsense, ey, Alter, halt die Fresse, bam, weg mit dir, bam. So, und die drei, also das wird unglaublich intensiv. Ja. Das werden tolle Spots, die wir da sehen. Logan Paul kann super gut fliegen, was übrigens auch ein Kevin Owens kann, was man ihm vielleicht gar nicht mal so ansehen würde ursprünglich. Ja, das wird ein tolles Match. Total absurd. Finde ich total absurd. Also Leute, ihr habt's gehört. Ich weiß nicht, wann wir die Folge ausstrahlen. Ich denke mal, wir gehen... Wir haben gerade über ein Triple-Threat-Match gesprochen. Wollen wir noch ein Triple-Threat-Match spielen? Du kannst doch bestimmt auch WWE, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, komm mal her. Aber ich bin dabei... Nee, ich bin hier in das Gebüsch. Du bist da, ja, cool. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet hier. Ich habe eben ein kleines bisschen zugehört. Aber Pimp hat gesagt, ey, ich muss nach München für eine neue Folge. Hey, hast du Bock mitzukommen? Ja. Ich hatte nichts vor. In meinem Kalender war Leerraum. Da habe ich gesagt, ich komme mit. Ja, nice. Weiß aber nicht, worauf ich mich eingelassen habe, weil ich habe gehört, du bist ein echter, Fun and Games. Du bist ein echter Crack. Nein, gar nicht. Nein, das ist ja, die Sache ist ja die, das ist genau wie beim Fußball oder wenn du Fußball und Wrestling vergleichst. Fußball ist halt dieser Wettkampfsport. Da gewinnt der, der mehr Tore hat. Natürlich gewinnt beim Wrestling der, der am Ende oben liegt und der andere 1, 2, 3, aber der Weg dahin ist das, was Spaß macht. Ja, wir kloppen uns und haben Spaß dabei. Das war wie Battle Rap, ne? Ja, so ein bisschen. Puh. Vielleicht. Also weiß ich nicht, ob wir die Brücke jetzt bauen müssen. Aber ist das jetzt nur mal ganz kurz und Ja-Nein-Antwort beim Battle Rap. Ist das so, vorher ist man cool, dann gibt man sich verbal aufs Maul und hinterher ist man wieder cool? Oder ist das wirklich so, Alter? Ist keine Ja-Nein-Frage. Okay, gut, dann. Gibt's so und so. Okay. Aber also ich glaube, wir könnten da jetzt schon ein paar Parallelen irgendwie uns rausziehen. Brauchen wir aber gar nicht. Genau. WrestleMania steht an, das Spiel ist draußen, wir sind sehr drin, wir sind sehr hyped und Nico ist heute zu Gast bei uns, um mal ein bisschen auf die Fresse zu kriegen, das wollte ich immer schon mal machen und deswegen spielen wir gleich nur ein kleines, schönes Triple Threat Match. Let's warm up! Das ist das WrestleMania Match. Also wenn du jetzt, genau, ja. Die drei das treten miteinander gegeneinander an. Ich der Schlechteste kriegt den mit der schlechtesten Stärke. Also das ist scheißegal. Wenn jederzeit, du kannst Randy Orton, sei wer du willst. Ich bin auch sehr schlecht. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Regeln ausgewählt? Das sind Triple Threat Match Regeln. Das bedeutet, es gibt kein Auszählen, es gibt keine Disqualifikation. Im Prinzip sind wir sehr frei, in dem, was wir tun wollen, können. Warum denn jetzt, Nico? Was denn? Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ja, hey, du hast mich doch gerade angegriffen. Hey, hallo. Ich was hab ich denn mit eurem Beef zu tun? Achso, wir wollen ihn ja zusammen wollte ich auf ihn und dann hast du dir gedacht, nee. Ich dachte, wir sind gegen alle hier. Ah. Ja, aber... So, jetzt reicht's. Was soll ich machen? Gar nicht, das ist eine Sequenz. Da kannst du nichts machen dann. So. Manchmal kannst du einfach... Nur um jetzt hier mal ganz kurz zu sagen, wo der Hammer hängt. Ich komme jetzt her, kann ich drücken, da. So. Uff! Ey, da. Kinder, jetzt reicht's. Jetzt gibst du mir oder was? Ich dachte, wir sind zusammen. Ach.
selber schuld. Ja, ich konnte nicht so ganz kontrollieren, wen ich angreife. Ey, nicht auf mich. Nee, ich wollte so einen Frog Splash machen. Wie mache ich denn das, Holger? Warte mal. Ups, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob du einen Frog Splash konkret bestimmen kannst zu machen, aber die Aktion von der Ringecke, also wenn du oben stehst, du kannst mit X runterspringen oder mit A, glaube ich. Okay. Aua. Was bringst du denn damit? Ich bring eine Treppe. Oh. Hier. Dankeschön. Das finde ich aber lieb von dir. Oh. Wie kann ich dir denn die nehmen, die Treppe? L. Auch hier mit einer der Schultertasten. Ich glaube, die linke Schultertaste ist es. Und wenn du das in der Hand hast mit A und X. Friss die Treppe. Wie kann ich die Treppe nehmen? Ich will die Treppe haben. Jetzt komm, komm, den müssen wir fangen. Den müssen wir fangen, Pimpf. Nee, nee. Den fangen wir ab. Da. Oh. Das war heftig. Du bringst mir den Dropkick rein im gleichen Moment Randy Orton. Also, das ist schon nicht schlecht. Nein, ich wollte, du warst da gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, du greifst mich an und sagst dann, lass mich in Ruhe, oder was? Ich wollte dich ja gar nicht treffen. Scheiße. Sag. Mann. Hä? Hast du mir ein Bein gestellt, oder was? Oh, oh, oh. Aua, aua, ja, aua, aua. Ein Dragon Screw. Macht ihr da mal im Ring was rum. Ich kann draußen ein bisschen posen und dann kann ich gleich hier schön abstauben. Abstauben! Bah! Alter! Wie hast du denn den gemacht? Ei, der Jungs. War einfach mal richtig gut. Ja, gut. Autsch. Ah, hab ich geblockt, hab ich geblockt, hab ich geblockt! Oh, ich kann nicht, also, ich weiß mittlerweile ungefähr ein Zehntel, was ich hier mache, aber es fängt dann sehr viel Spaß zu. Ja, ja, ja. Also, so ist das bei mir seit immer. Immer, wenn ich dieses Spiel spiele, ich weiß ein Zehntel, aber. So, hier, ah, hier! In den Fuß gepasst! Ja? Ja? Was ich meine. Wir könnten so gut zusammenarbeiten. Alter, hör auf jetzt. Hör auf, hör auf. Lass mich doch mal raus hier! Nick, was denn? Ey, Randy Orton, du hast wirklich ein Aggressionsproblem. Hat er übrigens wirklich. Pass mal auf den Randy auf, der holt hier schon die nächste Waffe raus. Ja? Okay. Pass auf. Lass mich mal in Ruhe. Am Ende wirst nämlich du sein, aber hier, dem Randy kann man nicht trauen. Nee, ich weiß schon. Hä, wieso dreht er sich denn nicht zu dir? Das Ziel wechseln kannst du mit dem Druck auf den rechten Stick. Okay. Kevin Owens, ganz im Ernst, ist wirklich einer der Besten. Der ist am Mikrofon unglaublich gut, der ist im Ring unglaublich gut, der kann... Man sollte nicht meinen, was der mit seinem Körper machen kann, wenn man ihn einfach nur sieht. Da, RT und plus A. Was ist denn RT? RT ist der untere. Guck mal, sieht man mir aus, als alle... So, und jetzt kannst du aber noch, wenn du im richtigen Moment Y drückst... Wow. Bam! Jetzt kriegst du es. Jetzt kriegst du es so schmutzig. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Nein, das war keine Absicht. Das war doch Absicht. Alter, ich hab doch gesagt, das war keine Absicht. Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Und jetzt? Jetzt darfst du auf keinen Fall Y drücken. Doch, drück Y. Das war nämlich der Knockout-Punch. Das war's für mich. Genau. Oh Mann. Jetzt werde ich dich pinnen, Digga. Hallo. Ach, du liegst unterm Seil, deswegen kann ich dich nicht pinnen. So. Wow, schlecht. Nein! Ein kleines bisschen Leben. So. Oder? Randy Bloody Orton. Hast du das gewonnen? Ja. Du wolltest dich ja erholen gehen. Ich war doch du bist dich ja erholen gegangen. Die erste Entscheidung zählt halt. Das ist ja die erste Entscheidung. Ohne Ausscheiden. Ach so. Ja. Komm, Rematch. Jetzt sofort. Ja. Jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich Bock. Mit dem Sarg. Also brauche ich ja den Undertaker. Genau, du bist schon mal Undertaker.
Wir machen das einfach so. Ich hätte Lust auf John Cena. Ja, dann, das passt auf jeden Fall. Der Typ ist übrigens auch, der ist bei NXT So ein geiler Typ. Okay, den habe ich noch nie gehört von dem. Ist wirklich, also, ist toll. Wir haben, wenn du da bist. Du musst dann auch noch jetzt so ein 2000er Banger dazu nehmen. Ich suche gerade. Triple H wäre auch krass, ja. Triple H passt am besten. Dann machen wir das so. Da. Triple H. Und zwar aus 08. So. Oh, die Frise ist natürlich echt hart, ne? Na, wo bleibt der Dritte? Oh, da ist er schon im Ring. Ja, wunderbar. Digga, was haben wir denn eigentlich da für einen Ring aus den 90ern, ey? Das ist Backlash, das ist ein Pay-Per-View-Ring. So, los geht das! Boah! Uff. Boah, das war mal eine schicke Kombo. Ich bin am Arsch, ey. Komm, geh gleich nochmal. Kinder, beruhigt euch! Ich habe ihn noch extra. Ich bin so ungern in der Mitte beim Sandwich. Jetzt gib ihm. Nicht mir, ihm! Ja, mach ich doch. Manchmal rutscht mir die Faust aus. Aber sie hat keinen Sarg hier. Nee, ich weiß nicht, du hast die Matchart eingestellt. Ich weiß nicht, was es am Ende ist. Ich glaube, wir haben keinen Sarg eingestellt. Aber am Ende ist auch egal, ob mit Sarg oder ohne. Hauptsache ist, Boom, dass diesmal nicht der Pimp gewinnt. Das ist mal das Allerwichtigste. Ich weiß aber noch nicht, wer von euch wer ist. Das ist Pimp ist der, den du nicht verklopst, sondern das ist der angeholt. Das ist Pimp. Ach so. Der mit nacktem Oberkörper, der andere mit nacktem Oberkörper. Die WWE-Spiele, die haben unglaublich viele Tastaturkombinationen. Du kannst also wirklich super viele verschiedene Dinge machen. Je nachdem, wie du physisch positioniert bist im Verhältnis zum Gegner. Das ist unfassbar. Ob du eine Taste kurz antippst oder ob du sie lange gedrückt hältst. Und dann eben in Kombination miteinander, das ist wirklich viel. Und du kannst am Anfang Button mashen und alles funktioniert. Ey, hör mal auf! Ups. Aber wenn du irgendwann ich war hier gerade dabei, was zu machen. Sorry. Wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du das wirklich kontrolliert hinkriegst, dann kannst du da auch gut zaubern. Also dann ist da wirklich Skill dabei. Und Sprung! Oh. Ich würde High Five mit dir machen, aber du trittst ja immer gleich. Ey! Ja klar, natürlich! Zack! Natürlich! Und du jetzt noch von oben, oder was? Nein. Nico, drauf! Oh. Ach du Heilige, der war ein bisschen zu schwer, der Undertaker. Zack, einmal den weg. Lass doch mal jetzt gut sein hier. Mein Gott. Traut euch, ihr beiden. Ja, wir kommen. Ja, keine Angst. Wie geil. Beide mit der gleichen Idee. Okay, ich bin weg. Wie springe ich? Gar nicht. Du? Gar nicht. So hier. Oh. Ja. Stimmt, Undertaker ist nicht. Wir haben alle nicht die Springmonster hier. Nee. Bam, bam, bam. Baby! Bam. Nein. Guck dir das mal an, guck dir mal den Balken beim Undertaker an. Ey, Pimpf. Was muss ich denn machen? Können wir mal ganz kurz hier mit kleiner Allianz machen, bitte? Ja. Danke. Gerne, aber. Okay, cool. Bringt ja gerade nicht viel. Was soll ich denn? Wir arbeiten. Also. You can't see me. So, jetzt komm. Und jetzt, nicht nee, anders, ich muss den anderen nehmen. So, und jetzt gibt's hier den Pedigree. Und jetzt gibt's einen Pedigree. Und der schmeckt dir so richtig gut. Pass mal auf. Kann ich da irgendwas nicht machen? Kann ich da was machen? Nee, hättest früh genug kontern können, jetzt, aber jetzt, ansonsten. Einmal packt er hier die Konterbomben aus. Jo. Was für ein Chaos! Und ich will doch nur wissen, wie ich finishen kann! Rechtsstick runter. Jetzt rechtsstick. Ja, aber guck mal, schon mal schon wieder. Immer wenn ich das durch daneben. Ich mache jetzt einfach nichts, nur damit du den Finisher zeigen kannst. Ja, guck mal. RT und A. RT, RT halten. Ja. Und A. Und dann A antippen. So, jetzt siehst du, begibt er sich in Position. Und das läuft jetzt automatisch ab. Ich hätte es jetzt noch unterbrechen können mit dem Y, theoretisch. Aber das ist dein super Finisher. Und danach legst du dich quasi drauf. Pin. Aber wie bin ich? Rechter Stick. Achso, alles klar.
Mann, lass mich in Ruhe. Lass mich kurz konzentrieren hier. So, aber wenigstens sind wir jetzt alle gleich im Eimer. Oh mein Gott. Danke. Danke. Oh, das war knapp. Du müsst doch denken, Kim darf auf keinen Fall gewinnen. Das war knapp. Und, oh, das, nein, nein, aber Pimpf, du holst mich da raus, du holst mich da raus. Ich vertraue auf dich, Pimpf. Hey, guck mal, ich kann selber nicht, du kannst uns jetzt beide kaputt machen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee! Stark, stark. Boah, wie knapp! Das war echt knapp. Stark! Da, 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 da. Boah, danke, Bruder. Okay, Digga, das war schlau gespielt. Das war wirklich gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Dich ausschalten, mich pinnen, weil du genau weißt, bei mir ist dieser Balken super klein. Ja, genau, ja. Oh. Ja, Gratulation. You can't see me, my time is now. Ja, ey, können wir das so machen? Nächstes Mal, wenn wir hier eine Folge aufnehmen, will ich dich in Jorts sehen. Und oberkörperfrei. Jorts, oberkörperfrei und Goldkette. Hast du eigentlich jetzt mal Real Talk, Real Frage? Ich überlege, wie ich aus der Nummer rauskomme. Real Frage, hast du John Cena schon mal rappen gehört? Also der hat ja damals ein Album rausgebracht. Klar. Hast du sowas da mal reingehört? Ja, ja. Das war, also für mich war das der Wrestler überhaupt, wegen Hip-Hop so, weil... Wie beurteilst du das vom Skill, vom Faktor? Sich in Grenzen, sag ich mal. Okay. War nicht so... Also er war jetzt nicht der begnadetste Rapper, aber ich fand das halt krass, weil damals, ne, also ich habe Wrestling wahrgenommen als Heavy Metal, Hard Rock, Bierdosen und John Cena war der Einzige, der so ein bisschen Hip-Hop-Elemente da reingebracht hat. Ja. Dementsprechend war das für mich als kleiner Hip-Hop-Junge, war das schon einfach geil, das da zu sehen, genau. Ja. Das hat gereicht, der musste nicht krass rappen. Nee, und das ist ja auch, das kommt ja eben aus dem Ring, wo er eben diese Promos, Raps gemacht hat und das war einfach immer gut. Es war auch immer geil, so dass der einfach, also allein die Idee, dass er immer so Punchlines da so mit am Start hat und so, das war halt auch einfach cool. Und es gibt ja wirklich epische Auseinandersetzungen verbal zwischen ihm und The Rock, wo wirklich die beiden, zwei der größten aller Zeiten am Mikrofon sich gegenseitig battlen, da hängst du einfach an den Lippen. Und genau so ist das, kommen wir zurück zum Anfang der Sendung, momentan Cody Rhodes, The Rock, Roman Reigns, also speziell Cody und The Rock, was die sich an Promos geben, was die sich battlen auf eine Art und Weise, das ist so gut. Das guckst du, ich meine, du guckst Leuten gerne zu, wie die eine halbe Stunde reden. Und ein bisschen Videospielen manchmal. Aber das ist schon faszinierend, das zu schaffen. Ich mag das Feuer, das er hat dabei. Der brennt immer komplett, ja, auf jeden Fall. Musst du einfangen. Aber das Lustige ist, gewinnt er trotzdem nicht. Das ist nicht wichtig. Die Show ist das, worauf es ankommt. Das ist Wrestling. Und die haben wir heute geliefert, glaube ich. Das war gut. Das ist auf jeden Fall... Beim Wrestling ist immer ganz, ganz wichtig. Es muss immer du musst mal mit zum Live-Wrestling kommen. Dann wirst du das nochmal auf... So weil dann August, Stuttgart, Oberhausen, Frankfurt. Kurz vor Bash in Berlin. Was ist das? 27, 28, 29, glaube ich. Schaut online, schaut auf Insta, schaut was weiß ich wo. Live-Tour WWE in Deutschland. Kurz vor Bash in Berlin. Gerade nach der Gamescom, Leute, das ist ein richtig strammer End-August, aber der wird dafür auch endgeil. Und du bist bei allen Terminen dabei. Ich hoffe. Also wir sind auf jeden Fall irgendwo dabei und für mich hat sich das nochmal, die Denke und wie ich Wrestling wahrnehme, hat sich nochmal komplett geändert, als ich live da war. Und ich glaube, wenn du live mal da sein würdest, dann wirst du merken, dass man auch selber so wirklich Teil dieser ganzen Show ist als Zuschauer. Ja. Du bist einfach Teil des Ganzen. Du bist wichtig als Zuschauer. Du baust diese Kulisse auf von der ist böse und den machen wir rund und der ist gut und dem pushen wir den Rücken so. Genau. Und das ist schon sehr, sehr crazy. Der Zuschauer ist da wirklich aktiv gefragt, mitzumachen, sich einzubringen und Spaß zu haben. Und dann, das ist so toll. Das ist wirklich toll. Du kriegst gar nicht genug, ne? Ich will weiter zocken. Ja. Ja, komm, lass mir den zocken. Was Nico zockt eine Runde weiter, Leute. Wir sind raus an dieser Stelle. Du kannst noch ein bisschen trainieren. Wir sind raus an dieser Stelle. 2K24 ist draußen. Folge 4 von Hell Yeah. Das war's. Nico, Holger, Pimfio. Bis bald.